Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram. Ja, und in dem heutigen Ranked Game gibt es wieder einmal Wukong im Jungle. Ich stehe jetzt, ja, immer noch Gold 5, aber mit 99 Punkten. Wollte mich Riot mal wieder ärgern. Ja. Und des Weiteren bei mir im Team Rumble auf der Toplane, Vladimir auf der Midlane, Lucian als ADC und Brand Support. So, da haben sie gewartet, da ist der Fizz. Die Gegner spielen mit Akali auf der Toplane, Master Yi im Jungle. Dann Zed auf der Midlane, Ezreal als ADC und Fizz Support. Ja, wird ja im Moment nur noch so komisches Zeug gespielt. Vor einer Zeit hätte man noch gesagt, absolute Troll-Botlane. Aber nun gut. Schauen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Eine Brand-Ulti, wenn die nachher natürlich durchkommt, die knallt da richtig rein. Tja, ich weiß es nicht, ob es da was bringt, Tanky zu gehen. Ich glaube, wenn ich da mit meiner Ult richtig reinkomme, dann platzen die auch alle. So, jetzt die W. Yi startet auch auf der Botlane, also beim Blue Buff. So, wollen wir mal die Krabbe machen. Hoffentlich kommt der Yi mir jetzt nicht entgegen. Ist zwar im Early, denke ich, schwächer als ein Wu. Aber, und fürs Hold First Blood. Aber dadurch, dass ich die Q noch nicht geskillt habe, ist das natürlich auch für mich ein bisschen schwierig jetzt. Jawohl. Es gibt anscheinend viele, die damit nicht einverstanden sind. Da war eben der Yi mit gerade mal 12 Farm. Jawohl, schön. Red leider mittlerweile abgelaufen. Oh, verstecken wir uns mal im Busch hier. Bloß dem Yi keine frühen Kills geben. Jo. Brand gibt aber den nächsten Kill ab, leider. Stellt mein Können in Frage.
So. Vlad nochmal ein Wort stellen. Oh lol, die Krabbe ist noch da. Jawohl. Haben wir den Yi noch gekriegt? Nice. Brand. Bitte überleb, Junge. Ich kann gar nicht hingucken. Ja, nice. Yo Rumble, ich komm bald. Jawohl, der hat's. Fax ist Elo. Ja, schade, den kriegen sie. Aber ich bin halt erst Stufe 5. Mit Stufe 6 geht's gleich scharf. Mal schnell hier den Wort klären. Brand scheint sehr greedy zu sein. Jetzt gehen wir mal hoch zu Akali. Schade. Was sagt uns das? Wenn ich sie nicht one-shotte, schafft sie mich. Okay. Den haben wir noch. Der Rumble, der scheint zu wissen, was er macht.
Rumble in the Jungle. Oh, Mitte 2 jetzt. Ist er schon. Ach komm, ich will den mit dem Greed nicht durchgehen lassen. So. Lol. Natürlich flashen wir für den Kill. Jawohl, aber gut, dass der Lucian so gut mitspielt da. Mittlerweile 5 Kills. Faxes Bruiser Meter. Ich freue mich immer, wenn ich einen normalen ADC habe. Weil es geht zu 90% in Hose. Vorsicht unten.
Hat er sehr, sehr schön gespielt. So. Jawohl. Hab dich. Ich auch. Oh. Hat er noch Ult gehabt? So, Tower haben wir. Ruhe, keine Sekunde. Jetzt erstmal einen Red Buff holen. Dürfen die Gegner natürlich dann nicht stark machen. Oh, der Jeder ist tiltet. So, jetzt müssen wir hier mal ordentlich die Botlane gegenpushen. Na, tanzt da hier um die Minions rum. Hallo. Da hätte ich den letzten Auto-Read jetzt mal nicht drauf machen dürfen. Ich meine, drauf machen müssen. Wie gesagt, das Late wird trotzdem noch hart. Oh, jetzt bin ich natürlich richtig schnell unterwegs. Thank you.
Oh, da kommt das Greedy Yee. Junge, Junge. Oh nein. Rami, warum machst du das? Aber geaced. Also alles gut. Da ist der Greed mit mir durchgegangen. Der Böse. Gegner tilten, volle Granate. So, ich will aber noch nicht back. Sturmschneide kostet 1,6. So, ah komm, nehmen wir den noch mit. Und dann wieder groupen. Mist, Toplane zu viel farmen. Der würde gleich reinpushen, den muss ich noch nehmen.
So, einen Höllendrachen nehmen wir aber natürlich auch nochmal mit. Oh komm, Rumble. Nee, Lucian farmt lieber. Ach, wozu da weiter greeden? Versuchen wir hier einfach mal zu beenden. Und somit bin ich wieder in meiner Gold 4 Promo. So. Vlad nochmal einen schönen Triple Kill. Yes, Baby. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut euch auch die Promo an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.